Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir mal wirklich eine Rarität für euch. Und zwar wollen wir euch heute die Rolex Cosmograph Daytona präsentieren. Und zwar haben wir hier die Ausführung 116-500LN. Den Link zu der Uhr findet ihr natürlich wie immer in den Infokarten und unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns die Rarität mal gemeinsam an. So, vor uns sehen wir jetzt einmal die Verpackung des Modells. Schauen wir uns einmal an. Wir haben hier auf der Front natürlich einmal die wunderschöne Rolex-Krone. Hierbei handelt es sich allerdings nur um den schützenden Pappkarton, Umkarton. Schauen wir mal rein. Und hier verbirgt sich nach und nach das eigentliche Modell. Dann schauen wir uns mal die Box entsprechend an. So, hier haben wir jetzt die Rolex Box, so wie man sie kennt. Und dann schauen wir mal rein. Und hier begrüßt uns schon das wunderschöne Modell. Wirklich absolut zeitlos. Und perfekte Uhrmacherkunst. Aber das schauen wir uns gleich noch genauer an. Gucken wir uns erstmal noch die Box an. Wir haben hier oben einmal ein verstecktes Fach. Und in diesem befinden sich alle nötigen Unterlagen. Zum einen natürlich die Garantiebestimmung und die Anleitung. Genauso wie noch eine weitere Anleitung über das Modell. Und natürlich dahinter versteckt die entsprechende Garantiekarte. Die lassen wir jetzt natürlich drin. Und konzentrieren uns lieber auf das wunderschöne Modell, was wir uns jetzt genauer anschauen. So, jetzt halte ich das Schmuckstück hier in den Händen. Wie gesagt, handelt es sich hierbei um die Rolex Cosmograph Daytona 116-500LN. Dieses Modell hat einen Gehäusedurchmesser von 40 mm und ist komplett aus dem Rolex-eigenen Oyster-Stil gefertigt oder 904L Edelstahl. Natürlich haben wir hier auch das Rolex-eigene Oysterband verbaut, dreireihig, wie man es kennt. Und die sogenannte Oysterlock schauen wir uns auch einmal an. Und natürlich, wie man es kennt, absolut perfekt verarbeitet. Man muss hier natürlich ein bisschen aufpassen. Trotz Handschuhen kriegt man hier sehr schnell leichte Fingerabdrücke drauf. Da dieses Modell eher für den Rennsport gedacht ist, haben wir eine feststehende Lünette mit entsprechender Tachymeterskala. Bis zu 400 Einheiten kann man hier messen, also in dem Fall km/h oder Meilen. Darüber hinaus haben wir hier natürlich jeweils einen Drücker auf der 2 Uhr sowie auf der 4 Uhr Position. Diese sind beide verschraubt. Genauso wie die Krone. Diese hier ist auch noch geschützt. Zum Thema geschützt. Das wunderschöne schwarze Zifferblatt hier ist natürlich von Safiglas geschützt. Da können wir auch einmal noch ein bisschen ins Detail gehen. Wirklich absolut spitze.
Das gesamte Modell ist bis zu 100 Meter wasserdicht. Und hierbei ist das Rolex-eigene Kaliber verbaut mit dem Namen Rolex 4130. Dieses Kaliber hat bis zu 72 Stunden Gangreserve und ist natürlich Chronometer zertifiziert. Und wenn man jetzt überlegt, was wir hier für ein Gehäuse haben, sprich ein 40 mm Gehäuse mit Chronographenfunktion in diesen Proportionen, flach gebaut, im Durchmesser wirklich schmal gehalten. Und dann mit solchen Funktionen ist das schon wirklich beachtlich. Dieses Modell oder dieses Uhrwerk hat natürlich auch einige Sonderheiten. Zum Beispiel ist hier eine Parachromspirale verbaut. Diese ist besonders widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen und Erschütterungen und kann diese bis zu 10-mal besser aufnehmen oder abfangen, als eine normale Spirale es tun würde. Und dadurch kommt natürlich auch eine solch perfekte Ganggenauigkeit von plus minus 2 Sekunden am Tag zustande. Wie gesagt, haben wir hier die verschraubte Krone auf 3 Uhr. Lösen wir jetzt einmal. Man kann wirklich einwandfrei hier die Zeiger verstellen. Wie man sieht, reagiert sofort. Wollen wir auch einmal die Drücker lösen. Mal mit ein wenig Leben versorgen. Und wie wir jetzt schon sehen können, beginnt der Sekundenzeiger zu ticken. Und auch die Stoppfunktion, Messfunktion reagiert natürlich blitzschnell. Aber was soll man auch anderes bei so einem perfekten Modell erwarten? Natürlich haben wir am Boden wieder den Rolex bekannten verschraubten Gehäuseboden. Da lässt sich natürlich nur mit Spezialwerkzeug öffnen. Aber wirklich ein zeitloses, perfektes Modell. Schauen wir uns bei diesem Modell natürlich auch einmal ganz vorsichtig die Gehäusemaße an und dann kommen wir handgemessen auf 39,9 mm. Dann messen wir auch noch einmal die Gehäusehöhe und da kommen wir auf 12,2 mm. Zu guter Letzt schauen wir uns auch noch den Hornabstand an und da kommen wir hier auf 46,9. So, dann legen wir dieses Modell natürlich auch noch einmal auf die geeichte Goldwaage. Da haben wir noch ein bisschen extra Schutz aufgefahren. Und dann kommen wir auf ein Gewicht von 141,52 Gramm. So, das war es jetzt auch schon mit unserem Video zu der Rolex Cosmograph Daytona. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen und ihr konntet einen kleinen Eindruck zu dem Modell erhalten. Falls nicht oder irgendwelche Kommentare, Fragen habt, schreibt sie bitte einfach unten in die Kommentarfelder. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.